Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch. Schön, dass ihr da seid. Inferno ist am Start. Nice. Nachdem wir zwei oder dreimal das zwei hatten, ist jetzt angenehm, eine Runde Bums zu haben. Guck mal, er hat, wo wir direkt wieder bei den Skins sind, eine Paw am Start. Eine Paw. Aufs Knife habe ich jetzt eben gar nicht geachtet. Im letzten Overwatch hatten wir echt jemanden, der die volle Ausstattung hatte. Der hatte, glaube ich, einiges am Start. Unter anderem auch ein Knife. Und meine Drückung ist dementsprechend auch sehr, also wirklich sehr kritisch ausgefallen. Es sah zwar schon, also ich habe da Kleinigkeiten vermutet, also Aim und Vision habe ich beides an diversen Stellen vermutet, aber war mir zu unsicher, es dann wirklich zu drücken. Ihr kennt ja den Spruch dann bei Zweifel für den Angeklagten. Auch CSGO schreibt am Ende, dass man halt sich zu 100% sicher sein muss, wenn man jemandem was drückt, dass man eben, dass es so ist, wie es ist. Ja, warte mal, die AK hat jetzt aufgehoben, ist es jetzt seine oder kriegen wir nur die Info, dass es eine Redline ist? Das weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal, das müssen wir jetzt mal kurz gucken. Er ist ultra am Hampeln, okay. Wahnsinniger Hampelmann. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hat er doch keine Skins? Warte mal kurz. Er scheint irgendwas zu machen, wofür die Maus gerade, die Maushand gerade braucht. Ah, jetzt, okay. Ah. Moment mal. Ich glaube, er hat eben einfach nur irgendwas von einem Kollegen aufgehoben. Gucken wir mal. Übrigens war bis jetzt, finde ich, nichts am Start, wo man jetzt sagen würde, oh, oh, oh. Ja, guck mal, was er macht, ja. Den eben rechts konnte man easy logischerweise verfolgen. Aber diese Zappelei und auch dieses Stehenbleiben mit dem Fadenkreuz oder halt mit der Maus irgendwo hin aimen, ist schon merkwürdig, also nicht normal, auf jeden Fall. Er zappelt da rum. Wir schauen mal nach den Stats, wir gucken mal direkt rein. Aber ja, wie gesagt, das letzte habe ich jetzt schon aufgelöst, wie es lief. Er hat jetzt 8-4, die anderen sind nur noch zu viert. Von den Stats her sieht es aber gar nicht so wild aus, also... Ich würde sagen, anhand der Sets kann man jetzt noch nicht großartig sagen, dass da irgendwas im Busch ist. Er ist irgendwie AFK. Die Kollegen haben geplantet. Meine Stimme ist noch so ein bisschen broke. Wir haben letzte Nacht wieder reingehauen. Pass auf, er wird gleich von hinten geschniedelt. Außer er macht jetzt den ultimativen Turn on. Was war denn das? Hat er ihn nicht gesehen? Oh Gott, das wird, hat er den nicht gesehen? Da war eben, die 4 ist an ihm vorbeigelaufen, an City. Ist an diesem Tier vorbeigelaufen und hat ihn scheinbar überhaupt nicht gesehen. Oder, ja, okay, gut. Ich denke, ich weiß, was los ist. Also, es könnte Grief sein, was er gedrückt bekommen hat. Sehr gut möglich, dass er für Grief eine reingedrückt bekommen hat. Zumal die Bombe jetzt ganz blöd down ist. Oh. Zumal die Bombe jetzt wirklich ganz dumm liegt. Also, wenn ich in seinem Team wäre, würde ich mich sehr aufregen, denke ich. Ich würde zwar, glaube ich, keinen Grief drücken, aber ich würde mich doch besonders stark aufregen. Übrigens ist er... Ja gut, man hört den CT steppen. Ich wollte gerade sagen, er ist sich sehr sicher, wo der CT ist. Aber man hat ihn auch steppen gehört. Von daher passt das schon. Ja, naja. Ich wollte nochmal kurz zusammenfassen. Also letztes Mal haben wir gesagt, habe ich nichts gedrückt. Die meisten von euch haben auch geschrieben, dass sie nichts gedrückt hätten. Dass sie zwar auch eine Vermutung hatten, ähnlich wie ich, aber dass es nicht gereicht hat für eine letztendliche Drückung. Vielleicht ist es wirklich so, dass man bei jemandem mit Skins echt verstärkt drauf schaut. Also wirklich so richtig, Moment mal, hier geht's echt um was. Und nicht nur um irgendeinen frischen Account, sondern wirklich um etwas. Oder aber es war halt wirklich, also es kam mir halt wirklich so, ich konnte es nicht zu 100% sagen, was da jetzt war. Ob es wirklich Aim oder eben Vision ist. Von daher, ja, ging die Drückung nicht rein. Der letzte Stream, der gestrige jetzt, also der am Freitag war abnormal krass, deswegen ist auch meine Stimme noch so ein bisschen angeschlagen. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen irgendwie geplättelt, also ihr habt mir... Die Zuschauer haben mir so eine riesige, dermaßen große Freude gemacht, dass ich, ja, fast einen Herzinfarkt bekommen habe. Da kriegt noch ein extra Video, die ganze Geschichte. Ich war auf jeden Fall zwischendurch halt sehr laut, hab mich ultra laut bedankt und drum. Und jetzt ist meine Stimme halt irgendwie weg. Oder nicht mehr so richtig da. Sie bricht manchmal nach oben hinweg. Wir haben halt auch 7 Stunden dann noch reingeballert. Ist jetzt nicht ultimativ lang, klar. Aber ja, 7 Stunden sind trotzdem jetzt keine Wenigkeit, vor allem wenn man überlegt, wie ich streame. Also bei mir ist ein Stream so wie auch dieses Video hier. Laber, 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 7 Stunden am Stück und nicht irgendwie... Ne? Bei mir gibt's eigentlich keine Sprechpausen, wenn ich an der Kamera sitze. Ich gehe vielleicht mal kurz aufs Klo, da bin ich dann leise. Aber sonst spreche ich dann wirklich die x Stunden auch durch und jetzt habe ich halt zum Beispiel wieder 7 Stunden durchgelabert. Und irgendwann ist dann auch echt gut, ne? Mit der Brabeleien. Viel geschlafen habe ich auch nicht. Ich wollte meine Freundin auch nicht verärgern. Wir waren jetzt dann doch bis um 6 Uhr haben wir gestreamt. Bis um 5. Was? 5? Ich bin um 5:30 ungefähr dann eingepennt im Bettchen. Aber ich glaube, wir haben... Doch, es war 5. Gretel hat nämlich gesagt, er zwingt uns mehr oder weniger auszumachen um 5.
Wir waren so vertieft in Fallout. Wir haben Fallout 76 gespielt, aber Gretel macht sich halt immer wieder Gedanken um meine Gesundheit, was ich sehr nett finde. Gretel, dankeschön. Einige machen das, ja. Gretel hat gesagt, ey Leute, um 5 ist aber Tuck. Ja, um 5 ist Tuck, komm. Zumal ich um 4 schon ausmachen wollte, also von daher hat er vollkommen recht. Ich habe halt erzählt, dass ich nicht arg lange Zeit habe eigentlich, also für einen Freitagstream habe ich nicht arg lange Zeit, weil sich ein paar dann so reingesteigert haben, von wegen, komm, wir machen 12 Stunden. Das hätte ich nie im Leben machen können, weil ich heute halt sehr früh aufstehen musste, um mit meiner Freundin halt zusammen zu sein, ne? Und ich habe zum Glück sehr viele, eigentlich alle Leute im Stream, die dann immer wieder sagen, Obacht, es ist zwar schön, dass du länger machst, aber denk an dein Privatleben, also... Hat gepasst. Also ich bin jetzt zwar nicht so ausgeschlafen, ich denke, man merkt es, aber ja, es hat auf jeden Fall gepasst. Und der Stream war wirklich Wahnsinn. Ich habe so Adrenalin gehabt, ich habe so viel, wie heißt es? Glücklichkeit? Wie heißt denn? Das Hormon, ihr wisst schon, alles gefüllt. Ich war komplett gefüllt, angereichert mit Hormonen, das war wirklich geil. Wir haben schon reingehasselt. Boah, ja. Und jetzt mache ich hier in Overwatch und morgen, denke ich, kommt dann schon das Video zum Stream, dieses Da hat, das hat Idris extra schon für mich rausgesucht. Und ja, ich muss nur noch verarbeiten. Also, das ist kein Problem. Die spielen ganz merkwürdig hier. Also, die stehen oftmals auch so, die Tees spielen oftmals stehen so, dass sie hinter den CTs stehen. Die CTs laufen an ihnen vorbei. Woher hat er das denn gewusst? Ist er gestrappt? Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt nicht so hingehört. Ich muss mal lauter machen. Hört ihr eigentlich auch diesen Unterschied? Ja, oder? Ne, ihr hört trotzdem Sound, ne? Ich hab bei mir gerade alles gemutet. Okay, ihr hört das trotzdem. Wenn ich hier drauf drücke. Ah, das gilt nur für mich, okay. Ich habe halt hier in der Tastatur, ne? Temperaturregler. Lautstärkeregler und Vorspulen, Zurückspulen, Stopp und Lautlos. Und ich dachte kurz, es würde auch an euch so rübergehen. Das heißt, ich könnte sogar für mich jetzt auf Lautlos stellen, ihr hört trotzdem alles. Okay, gut zu wissen. Vielleicht bin ich auch nur noch so neben der Spur von letzter Nacht, dass ich gerade einfach nicht viel raff. Naja, auf jeden Fall ist die Aufstellung irgendwie merkwürdig oder war jetzt bei den vergangenen Runden merkwürdig. Und das war sehr dirm. Höchst dirm. Also jetzt holen die City sogar stark auf, oder? Haben sie eben die Runde gewonnen, die letzte? Ich weiß es nicht genau. Wir schauen nochmal nach den Stats. Ja, jetzt hat er sich auf 14-7 hochgebollert, das Suspect. Aber Salmon ist auch nicht schlecht mit 13-9. Also ähnlich, ne? Gespiegelt, wie man das auch so oft kennt, ne, es ist ja meist, oder des Öfteren so, dass die Leaderboards ähnlich aussehen. Einer ist ganz oben bei beiden mit sehr viel, manchmal sogar mit ähnlichen Punkten und Platz 2, 3, 4 und 5 ähneln sich auch sehr stark. Kennt man. Aber ist natürlich nicht immer so, ne, ist keine Regel. Okay. Er guckt sich auch sehr oft die Waffen an. Da habe ich ja gerade im letzten Video drüber geschwätzt, wegen diesem Skin-Changer. Ich habe aber eure Kommentare noch nicht gelesen. Ich habe gesehen, dass ein paar drauf eingegangen sind. Und zwar war die Frage kurz im Raum gestanden, ob man jemandem einen Skin-Changer unterstellen darf oder kann, wenn er sich oft seine Sachen anguckt, seinen Default-Skin praktisch. Weil, also, die Idee dahinter ist, warum sollte man sich seinen Default-Skin anschauen, ne? Skin anschauen, wenn da ja nichts drauf ist. Also, das halte ich... Es macht schon auf irgendeine Art und Weise Sinn, aber ist dennoch irgendwie sehr weit hergeholt, finde ich, um dafür ein Other External Assistance zu drücken. Weil, es kann, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, es könnte natürlich noch daran liegen, dass man auf dem zweiten Account ganz viele Skins hat und es gewohnt ist, sich die anzugucken, wobei ich das auch fast nie mache. Und ich behaupte einfach mal, dass ich gar nicht mal so wenig Skins habe. Ne, ihr wisst ja, was bei mir rumfliegt und ich gucke mir auch nicht die Sachen an. Also die, ne? Naja, aber trotzdem würde ich deswegen sowas kein Other External Assistance drücken. Nur weil jemand halt einen Skin Changer hat. Zumal ein Skin Changer kein Advantage bringt. Ja, also darauf wollte ich gerade hinaus. Ein Skin Changer bringt dir keinen Vorteil. Also eigentlich ist ein Skin Changer auch gar nicht hier drin. Ja, auch nicht beim Griefing. Gut, man könnte natürlich auch ganz weit hergeholt sagen, sein Verhalten wird dadurch anti-competitive, weil er oft drauf guckt oder so. Naja, kann sein. Leute, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, was ihr glaubt, was es ist. Ich will gerade unter 10 Minuten noch schnell kommen. Macht's gut, vielen Dank für die Daumen, vielen Dank für die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder halt dann am Dienstag im Livestream. Um 18 Uhr geht's wieder weiter. Ciao.